Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie die Definition der relativen Häufigkeit lautet. Außerdem solltest du die besonderen Eigenschaften der relativen Häufigkeiten kennengelernt haben. Unser Ziel für das Video wird nämlich sein, eine Häufigkeitstabelle mit den relativen Häufigkeiten zu vervollständigen. Dazu schauen wir uns dieses Kästchen auf dem Arbeitsblatt an. Die Aufgabe lautet, in einer Liste mit n Zahlen treten insgesamt k gleich 4 verschiedene Zahlen auf. Das sind hier in der Tabelle auf der rechten Seite, in der ersten Zeile, die 4 Zahlen 2, 5, 8 und 42. Die relative Häufigkeit dieser Zahlen ist in der Tabelle dargestellt. Das ist in der nächsten Zeile, die Zeile für die relativen Häufigkeiten. Jetzt Aufgabe A, die Zahl 42 kommt auch in der Liste vor, hier in der Spalte ganz rechts. Wie groß ist der relative Anteil von 42 in dieser Liste? Das ist also die einzige relative Häufigkeit, die hier noch nicht eingetragen ist. Und wir sollen die jetzt bestimmen. Zur Erinnerung, die zweite besondere Eigenschaft der relativen Häufigkeit ist, dass wir alle relativen Häufigkeiten zusammenzählen können und das Ergebnis ist dann 1. Versuche jetzt selbstständig das Beispiel mit Hilfe dieser besonderen Eigenschaft zu lösen. Pausiere dafür kurz das Video. Die Auflösung dazu machen wir gleich gemeinsam. Um die Aufgabe zu lösen, übertragen wir die zweite besondere Eigenschaft der relativen Häufigkeiten auf die verschiedenen Werte, die wir in der Tabelle ablesen können. Wir wissen, dass die Summe aller relativen Häufigkeiten zusammen 1 ergibt. Das sind also hier die relativen Häufigkeiten der Zahlen 2, 5, 8 und 42. Diese ergeben in Summe 1. Ich schreibe jetzt hier A für Aufgabe A. Jetzt schauen wir in der Tabelle nach, welche Werte wir ablesen können. Für die relative Häufigkeit von 2 sehen wir, dass wir den Wert 1 Drittel bereits gegeben haben. Für 5 ist die relative Häufigkeit 2 Fünftel. Für 8 2 Fünfzehntel. Und für 42 kennen wir den Wert noch nicht, weil wir diesen ja berechnen sollen. Ist gleich in Summe ein Ganzes. Im nächsten Schritt versuchen wir alle so weit wie möglich zusammenzurechnen. Damit wir diese Summe hier auf der rechten Seite der Brüche machen können, müssen wir sie zuerst auf denselben Nenner bringen. Dazu erweitern wir alle auf 15. Ein Drittel erweitert ergibt 5 15. Zwei Fünftel erweitert ergibt 6 15. Und die 2 15 sind bereits 15, also können wir diese so belassen, wie sie sind. Auch klein h von 42 lassen wir so stehen. Ist gleich ein Ganzes, also 15 15. Die Summe auf der linken Seite ergibt 13 15 plus klein h von 42 ist in Summe 15 15. Die Frage, die hier drin steckt, ist also, wie viele 15 brauche ich, um von 13 15 auf 15 15 zu kommen? Also sehen wir ganz schön, klein h von 42 muss 2 15 sein. Und das können wir auch oben in die Tabelle schreiben. Und damit sind wir fertig. Gut, jetzt machen wir mit Aufgabenstellung B weiter. Diese lautet, wie groß ist der relative Anteil gerader Zahlen in dieser Liste? Bei Aufgabe A haben wir vorher die Häufigkeitstabelle vervollständigt. Wir haben also jetzt in jeder Spalte den Eintrag für die relative Häufigkeit. Diesmal geht es um den relativen Anteil, also die relative Häufigkeit aller geraden Zahlen in dieser Liste. Überlege dir, welche Zahlen du dafür brauchst und versuche wieder, auch diese Aufgabe selbstständig zu lösen. Die Auflösung machen wir gleich gemeinsam. Für Aufgabenstellung B müssen wir uns überlegen, welche Zahlen hier in Frage kommen. Ich denke, dass man da recht schnell auf die Idee kommt, die einzige Zahl, die nicht in Frage kommt, ist der Fünfer. Das heißt, wir brauchen die relativen Häufigkeiten von 2, 8 und 42. Und diese zählen wir einfach zusammen. Ich habe jetzt hier für Aufgabe B. Wir brauchen den relativen Anteil aller geraden Zahlen. Ich schreibe jetzt mal hier relative Häufigkeit gerade. Und wir wissen jetzt, das sind einfach alle relativen Häufigkeiten der geraden Zahlen zusammengezählt. Also h von 2 plus h von 8 plus h von 42. Dann
lesen wir wieder in der Tabelle die Werte ab und setzen ein. Das heißt, wir haben ein Drittel plus 2/15 plus 2/15. Um alle drei zusammenzuzählen, brauchen wir wieder denselben Nenner. Und wir haben vorher festgestellt, ein Drittel ist auf 1/15 erweitert. 5/15. Und das heißt, alle drei Brüche in Summe sind gleich 9/15. Nehmen hier noch grün. Also ist die relative Häufigkeit aller geraden Zahlen gleich 9/15. Schreibt das nach oben hin. Und wir sind wieder fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.